Und nun zur Fußball-WM in Russland, zu dir, Norbert, und zum deutschen Team nach dem furiosen Sieg über Schweden. Glaube und Selbstvertrauen sind wieder zurückgekehrt. Gestern hat der Weltmeister noch die Seele baumeln lassen. Seit heute laufen die Vorbereitungen für das Gruppenfinale gegen Südkorea am Mittwoch auf Hochtouren. Katrin Müller-Hohenstein in Bad Hutinki. Aufbruchstimmung also. Und es gibt ja auch eine gute Nachricht aus dem deutschen Quartier in Sachen Personal. So ist es, Norbert. Mats Hummels kehrt ins Team zurück. Mit ihm steht und fällt ja die deutsche Innenverteidigung. Für das Spiel gegen Schweden musste er mit Problemen am Halswirbel passen. Jetzt ist er wieder einsatzbereit. Die Frage ist, ob Sebastian Rudi gegen Südkorea spielen kann. Er hat im Spiel gegen Schweden ja einen Nasenbeinbruch erlitten, hat bis dahin eine gute Partie gemacht, ist gestern erst operiert worden. Und da muss man jetzt mal schauen, ob das noch klappt. Aber insgesamt ist das deutsche Team zuversichtlich vor dem wichtigen Spiel am Mittwoch, findet auch Marco Reus. Durch den Sieg hoffe ich einfach, dass es vielleicht eine Initialzündung einfach ist für uns, für die Mannschaft, dass wir einfach mit Selbstvertrauen in das nächste Spiel gehen können und ja, einfach versuchen, noch befreiter einfach aufzuspielen. Morgen wird das deutsche Team zum letzten Vorrundenspiel nach Kasan aufbrechen. Der Flieger geht um 11. Danke, Katrin Müller-Hohenstein. Danke nach Bad Hutinki.